Hallo lieber IT-Unternehmerkollege, ich weiß, das Tagesgeschäft lässt wenig Zeit zum Verschnaufen, deshalb fasse ich mich kurz. Ich lade dich zu zwei kostenlosen Veranstaltungen ein, um dir neue Impulse zu geben, die dich in deinem Geschäft als IT-Unternehmer wirklich weiterbringen. Zum einen lade ich dich nach Köln ein, am Dienstag, dem 7.8. Dort findet der erste COM-Team-Impulstag statt und auf dieser Veranstaltung gibt es in kleinen Gruppen Diskussionsrunden und ich werde dort als Redner da sein zu dem Thema IT-Unternehmen kaufen und verkaufen. Ich werde von meinem eigenen Teilverkauf meines Unternehmens Exarbeiters berichten. Ich werde berichten von anderen IT-Unternehmenskäufen und Verkäufen, die ich in den letzten Monaten begleitet habe. Und ich gebe dir Wissen und Erfahrung aus der Praxis, was dort gerade in diesem sehr, sehr spannenden Geschäft passiert, was IT-Unternehmen gerade wertvoll macht, wie man es sich einfach macht, wenn man kauft oder verkaufen möchte. Die zweite Veranstaltung, ein Webinar am Montag, dem 6.8. um 11 Uhr. Auch hier kannst du dich hier direkt online anmelden. Dort geht es zum einen um das Thema Bonussysteme. Und zwar ganz neue Bonussysteme, die in der jetzigen Zeit neu funktionieren, die dann funktionieren, wenn du dich auf dem Weg befindest, vom normalen Systemhaus zum Managed Service Provider. Du hast nämlich Mitarbeiter, die normal Zeit gegen Geld abrechnen, die das klassische IT-Systemhausgeschäft machen. Du hast aber auch Mitarbeiter, die Service- und Wartungsverträge bedienen, die Managed Services bedienen. Und da willst du ja gerade vermeiden, dass deine Mitarbeiter viel Zeit brauchen. Die sollen ja eher möglichst viele Kunden in möglichst kurzer Zeit zufriedenstellen. Und das geht nur mit einem hybriden Bonusmodell und genau ein solches Bonusmodell habe ich entwickelt und auch schon in der Praxis erfolgreich eingeführt, bei mir im Unternehmen und auch bei anderen Unternehmen. Und nächstes Thema, gesteuertes Wachstum von 10 auf 30 Mitarbeiter. Wie schaffe ich es, mein IT-Unternehmen wachsen zu lassen über diese unsichtbare Mauer, die irgendwo bei 10 Mitarbeitern liegt? Warum gibt es überhaupt diese unsichtbare Mauer? Warum ist es so schwer, dass ich aus dem Tagesgeschäft rauskomme? Wie schaffe ich es, einen echten Unternehmenswert aufzubauen? Ist es sinnvoll überhaupt, dass mein Unternehmen wächst oder ist es gut, wenn ich auf dieser Größe bleibe? Welche Vorteile hat das Wachstum überhaupt? Welche Nachteile hat das Wachstum? Und wo, von welchen Erfolgsfaktoren ist es abhängig, dass mein IT-Unternehmen wirklich wachsen kann? Das zeige ich dir in meinem Seminar Gesteuertes Wachstum von 10 auf 30 Mitarbeiter aus meiner eigenen Erfahrung. Denn innerhalb von 2,5 Jahren habe ich mein System aus Exarbeiters von 13 Mitarbeitern auf über 40 Mitarbeiter wachsen lassen. Also einmal hier anmelden für den COM-Team Impulstag. Dienstag, 7.8. in Köln oder hier anmelden für das Webinar am Montag, 6.8. um 11 Uhr, eine Stunde lang Impulse zum Thema Bonussysteme für Systemhäuser und gesteuertes Wachstum von 10 auf 30 Mitarbeiter. Lass dich nicht vom Tagesgeschäft stressen, aber hol dir auch ein paar neue gute Ideen, denn wer immer das Gleiche macht und unterschiedliche Ergebnisse erwartet, der muss wohl wahnsinnig sein. So war es die Definition von Albert Einstein. Ich freue mich, dich in beiden Veranstaltungen zu sehen. Dein IT-Unternehmerkollege Mike Bergmann.